Ja, mein Lieben, draußen Musik und ja, willkommen zu Tears of the Kingdom. Ja, seht euch das an. Hier sind dann doch wieder zwei. Ich habe einfach nur den Spielstand wieder geladen vom letzten Mal und ja, anscheinend ist das zweite wieder zurückgekehrt. Richtig praktisch. So, ja, ich denke mal, dann gehen wir mal auch dann dahin, ne? Zum Temple of Time. Mal gucken, was uns diesmal erwartet. Ja, nicht verbinden, sondern so. Und steig mal auf. So. Und diesmal versuche ich das mal ein bisschen zu bewegen und zu steuern. Genau. Ui, so. Genau, erstmal Sturzflug. Soll dann ein bisschen schneller gehen. Aber letztes Mal sind wir einfach die ganze Zeit geflogen. Und ja. Hätte ja alles Mögliche passieren können. So, ich versuche mal in diesem See da runterzuspringen. Und diesmal springen, nicht abspringen, so wie letztes Mal. Letztes Mal bin ich einfach nur abgesprungen. Und ja, wo ist denn da am besten? Ist ein bisschen schwierig zu zielen. Ja, dreh das mal. Ich denke mal, hier ist perfekt, ne? Genau. Und auf geht's! Okay. Ah, guck mal, jetzt kann ich. Alles klar, so kann man steuern. Okay. Okay. So, ja, ein bisschen und. Fams. Nice. So. Okay, na, seht ihr? Okay, also musste man springen und nicht einfach mal, so wie letztes Mal, bin ich einfach mal weggegangen. Also, ja, bin ich nicht gesprungen und deswegen hat es nicht geklappt. Aber okay. So, und da sind wir schon wieder. Wir hätten uns natürlich auch teleportieren können, aber oh mein Gott. Ist natürlich jetzt nicht notwendig. So, dann gehe ich hier weiter. So, dann bin ich mal gespannt. So, hoffentlich geht es mal hier weiter, weil ich will. Heute ist mal auf jeden Fall mein Ziel, mit den ersten Dungeon durchzugehen und zu gucken, ob die Entwickler wirklich auf die Kritik mal gehört haben und ja, mal die Dungeons verbessert haben, beziehungsweise die Dungeons zurückgebracht haben, so wie es ja in jedem Zelda-Spiel gewesen war, bis Breath of the Wild. Okay, Tempel der Zeit, let's go. So. Nur ein bisschen schneller hier. Ach, der kann ja natürlich nicht laufen, der Trottel. Der Tears of the Kingdom Link. Nicht zu fassen, ey. Oh, naja. So. Okay, dann warten wir mal. Ja, ne? So, und zack. So, geschafft. So. Nein, nein! Oh mein Gott, du Trottel! Hey, ist einfach mal ausgerutscht, weißt du? Wieso kann man da überhaupt. Weißt du, hier, das wäre jetzt ein klassischer Fall, wo jetzt so eine unsichtbare Wand in Videospielen jetzt Sinn gemacht hätte, weißt du? Weil warum sollte man da jemals runterfallen? Das ist so blöd, Alter. Naja. Egal, wir sind ja hier gleich durch. So. Diesmal gehe ich ja von hier hin. So, geht doch. Alles klar. Ah, guck mal, und jetzt können wir hier durch. Nice. Jetzt kriegen wir mal eigentlich einen Herzcontainer oder einen Stamina. So richtig dumm, dass es darüber jetzt läuft, aber ja. Herzen oder Stamina? Also, Stamina wäre natürlich schon cool, weißt du, weil halt, der ist ja voll lahmarschig, dieser Tears of the Kingdom Link, aber halt, ich gehe mal auf Herzen, deswegen, ja. So. Oh, ein weiterer Herzcontainer. Wäre natürlich sinnvoller gewesen, wenn man Herzteile sammelt und die dann zusammenbringt und nichts auf diese Art und Weise. Was zum? Hä? Aha. Habt ihr gesehen, diese dunkle Macht plötzlich irgendwie? Was war das denn? Nice, okay. Bringen der Welt den Frieden zurück. Okay, wunderbar. Ich glaube, wir mussten sogar einen Herzcontainer nehmen, ne? Sonst konnten wir hier gar nicht durch, ne? Ich frage mich, was passieren würde, hätte man jetzt den Stamina ausgewählt, weißt du? Also mehr Ausdauer. Dann würde man ja hier gar nicht vorbeigehen. Mal gucken, wie das Spiel reagiert hätte, aber naja, egal.
Gehen wir mal jetzt hier durch. Wir haben jetzt ausreichend Lebensenergie. Ja. Diesmal sollten wir es hinbekommen. Na? Jawohl, Alter. So richtig knapp gewesen. Oh, Mensch. Endlich können wir hier durch und weiter. So, und können wir irgendwann mit der Story weitergehen? Und meine Güte, ey. Oh, was zum? Ah, oh, hey. Ist auch da, Rauru, hä? Du hast es geschafft. Die Pforte steht nun offen. Mhm, wunderbar. Dein Körper wurde vom Miasma in Mitleidenschaft gezogen. Noch besitzt du nicht deine alten Kräfte. Das ist gut so. Doch die segensreichen Lichter, ja, die du in den Schreinen erlangen konntest, scheinen die Verderbnis in dir schon ein Stück weit geheilt zu haben. Ach, verdammt. Egal, okay. Unsere gemeinsame Zeit war nicht sehr lang, aber es war mir eine Ehre, dir zu begegnen. Okay, danke. Warte mal, heißt das, wir sehen uns nie wieder, oder wie? Was soll das denn? Zeldas Beschreibung war zutreffend. Wow, hört ihr die Musik? Bitte kümmere dich um sie. Sie haben die ganze Zeit gespielt und erst jetzt ertönt hier normale Musik. Okay. Vielen Dank, Rauru. Danke für deine Unterstützung. Vielleicht sehen wir uns doch irgendwann mal wieder, aber wenn nicht, danke für deine Zeit. Und ja. Dann gehen wir mal weiter. Auf geht's. So, jetzt erst beginnt das richtige Spiel. Davor war die ganze Zeit Kindergarten gewesen. Tutorial halt, ne? So, okay. Ja. Gehen wir mal hier durch. Hier weiter, ja. Aha. So, denkt man, okay, Endstation, kann man nicht weiter. Na, 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 wir haben ja auch hier unsere Fähigkeiten. Ja. So. Müssen wir uns erstmal hier durchcheaten. Genau, sehr gut. So, was ist denn da hinten? Achso, okay. Wieder dasselbe. Okay. So. Alles klar. So, und dann lass mal sehen, was ist da hinten? Was ist das? Aha, irgendwas leuchtet da. Eine neue Fähigkeit oder viel? Ich habe doch gerade vor kurzem eine bekommen. Vielleicht doch eine, oder wie? Was zum? Hä? Fei, bist du das? Okay. Mit ihren letzten Kräften. Okay. Alter, Fei schreit hier um Hilfe und weiß was ich, weißt du? Unfassbar, ey. Die arme Fei, tut mir voll leid. Mal gucken. Hoffentlich heilt man sie dadurch. Au! Oh, dreht man die Zeit zurück, okay. Alles klar? Ja gut. Das sollte dann so einigermaßen laufen. What? Hä? Okay. Zelda hat jetzt... Hä? Was passiert? Okay. Okay. Damn, die arme Fei. Ich habe keine Ahnung, was hier abläuft, aber okay. Anscheinend haben wir das Schwert zurück in die Zeit gebracht und dann Zelda gegeben, die in der Vergangenheit ist. What? Okay. Ja, großartig, Link. Sehr gute Arbeit halt. Wenn man das Masterschwert zurück in die Zeit gebracht. Oh, okay. Alles klar. Einer dieser Drachen, den man auch in Breath of the Wild kennt. Okay. Okay.
Link. Oh, okay, ja. Link, bitte finde mich. Aha, ja, wo um alles in der Welt bist du denn, Alter? Bitte finde mich. Ja, okay, würde ich ja, wenn ich wüsste, wo du dich überhaupt befindest. Oh, auf nach Hyrule, what? Okay. Okay, kann ich einfach mal hier runter? Na gut, da ist eine Pfütze, ne? Ich würde dann sagen, dann auf geht's. Okay. Alter, voll krass. So, dann gehen wir mal in diese Pfütze da hinten, ne? Was sollen wir da hin? Ich glaube, ist egal in der Hinsicht. Lass mal hier in diese große Pfütze, dann haben wir... Okay. Okay, alles klar. So wie Skyward Sword, nur nicht so begeisternd. Mensch, ey. Also episch in der Hinsicht. Okay, na gut, wir sind ja hier gleich da. Kann man eigentlich voll den Bauchplätscher machen, weißt du? Soll ja eigentlich dann sofort sterben, aber wir müssen ja nicht gleich so übertreiben. So. Okay. So, sind wir eigentlich mal... Königreich Hyrule, ja! Wie krass, nice, voll cool. Okay, das ist also Hyrule, hä? Hat sich... Was haben wir denn da hinten? Das haben wir mal einen Schrein, what? Okay. Mal, lass mich, bevor ich zu dem Schrein hingehe, kannst du auf der Karte zwischen Ebenen wechseln, okay, ja. Okay. Ach, Himmel, Oberfläche, oh, okay. So rum, okay, interessant. Aber wir waren im Himmel gewesen die ganze Zeit und jetzt sind wir ja auf der Oberfläche. Und wir müssen dahin als nächstes, hä? Und da ist ein Schrein, okay. Mal, kann ich hier irgendwie das markieren? Sieht man das von da hinten? Nö. Ja, was ist der Sinn der Markierung? Okay. Das sieht aber sehr weit aus, ne? Okay. Ja, wir haben natürlich auch keine schnellen Transportmittel, aber ist nicht so schlimm. Ich habe es mir ja mal markiert. Lass uns einfach mal weitergehen, der Story. Weil sonst wären wir ja hier von links und rechts abgelenkt und das ist ja auch dann nicht so toll. Feuerfrucht, okay. Oh, Funkelfrucht, okay. Interessant. Ja, solid. So. Was haben wir da? Oh, ein Fuchs. Ein Fuchs, meine ich. Na, toll. Warte mal, ich habe eine Idee. Wir brauchen ja sowieso Essen, weil Herzen gibt es ja nicht mehr mittlerweile, was sehr enttäuschend ist. Wo ist der Fuchs? Da hinten. Nice, getroffen. So. Nice, okay. Haben wir das schon mal. Wir müssen nämlich da hinten... Zum Hyrule-Schloss da hinten, Alter, das voll in der Luft schwebt. Richtig krass. Und was sehe ich denn da hinten? Noch ein Schrein. Sogar auf dem Weg. Und da hinten sehe ich noch ein Schrein, hä? Okay, alles klar. Okay, und was haben wir denn da hinten? Also, das ist das Blaue, was ich markiert habe. Das kann ich dann mal wieder... obwohl, nee, das... Wie soll denn dahin also? Nicht dahin, wo das Grüne in der Nähe ist? Also nicht hier, sondern davor müssen wir, hä? Okay, interessant. Okay, dann gehen wir dann dahin. Oh, was haben wir hier? Unsere ersten Gegner, Alter! Also die richtigen Gegner. Die Bokoblins und so. Lass mich mal die von hier hinten angreifen. Nice, Alter, richtig cool. Und was sehe ich denn da hinten? Noch ein Schrein. Ich markiere das so alles für später. Und was macht er? Ja, grabt er den einfach. Ah, Dankeschön. Okay. Hat er den einfach mal. Hat er sich. Hat er einfach den anderen Gegner genommen? Ach, toll, Alter. Alter.
Ja, okay. Dann wirf den zu mir. Nice, danke schön. Ja, wirf den nochmal. Nice. Da. So. So, dachte es wohl, hä? Ich wusste ganz genau, dass du das machen würdest. Alter, mit voller Wucht. Nice. Okay. Na komm schon. So, auch besiegt. Nice, okay. So, das war's dann wohl, wie? Okay. So, dann lass mal schauen, was sie haben. Oder ist das so wie letztes Mal auch mega enttäuschend, nichts Besonderes?